der Navpunkt geführt? Zu einem Terminal? All diese Vorräte. Sie werden EOS angreifen. Wie können wir das verhindern, Sam? Ich kann die Nachricht... Pathfinder, wir nähern uns dem Lager der Gesetzlosen, das in dem Terminal verzeichnet war. Ich registriere Explosivstoffe. Pathfinder, Sie haben verpasste Anrufe auf der Tempest. Schauen Sie bitte vorbei, wenn Sie mal kurz Zeit haben. Haben Sie Seelie gefunden? Hat sie sich Sorgen gemacht? Nein, sie ist nämlich nicht ihre Freundin. Scheiße! Ich hatte gehofft, sie hätte ihre Meinung geändert. Kümmern Sie sich um sich selbst, Jim. Seelie ist glücklich da, wo sie ist. Verdammt. Können wir gehen?
Warten Sie darauf, dass dieser Kroganer auftaucht? Ich muss ihm nur die Heltech abkaufen, damit ich meinen Reliktscanner perfektionieren kann. Er und seine Leute tauchen bei allen Ruinen auf, die wir durchsuchen. Das kann einfach kein Zufall sein. Ich denke, sie könnten uns vielleicht irgendwie folgen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Parasiten. Wenn man etwas Interessantes macht, erregt man nun mal Interesse. Ryder, bitte komm, wir haben ein Problem. Ich höre, Callow. Wir hatten hier einen Eindringling. Er hat sich an Bord und in Peebys Quartier geschlichen. Ihr Bot ist weg. Pock? Wie zum Teufel konnte das passieren? Das können wir noch nicht mit Gewissheit sagen. Da wusste jemand genau, was er zu tun hatte. Sie haben ein beeindruckendes Stück Reltech und eine aufgezeichnete Nachricht hinterlassen. Ich übermittle sie jetzt. Ryder, hier ist Kalinda Taref, Pelisarias... Naja, es was auch immer sie mich inzwischen bezeichnet. Danken Sie ihr bitte von mir für den schicken Bot. Ich nehme an, die Reltech, die meine Crew an sich genommen hat, kann als adäquate Bezahlung betrachtet werden. Oh, und Sie müssen nicht auf meinen kroganischen Freund Krennet warten. Er und seine Banditen arbeiten für mich. Ta! Oh, verdammt, warum kann sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich vermute, Sie beide hatten eine Beziehung? Wieso? Glauben Sie, sie ist auf mich fixiert oder so? Um meinen Scanner fertigzustellen, brauche ich Zugriff auf die Speichereinheit in Pock. Kalinda war schon immer anstrengend. Für einen Kick würde sie alles tun. Und wenn sich dabei auch noch Profit machen lässt, umso besser. Es tut mir leid, dass Sie in diesen Mist mit reingezogen werden, Ryder. Aber Sie müssen sich damit nicht befassen. Ich regle das schon. Versprochen. Hey, wir stehen das gemeinsam durch. Danke. Sobald ich einen Ansatz habe, wie wir Pock zurückbekommen können, melde ich mich. Oh, das Miststück hat mein Bot gestohlen. Pathfinder? Ich glaube, Lexi möchte mit Ihnen reden. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Ryder! Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich.
Was kann ich für Sie tun? Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Ryder, hey. Kello hatte recht. Das Einzige, was fehlt, ist Pock. Ich hasse die Vorstellung, dass Kalinda hier rumgeschlichen ist, mit ihren neugierigen Augen und schmierigen Fingern. Brauchen Sie irgendwas? Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Meine Lieblingsgespielin. Reden wir später weiter. Alles klar. Ich bereite VidCon-Kommunikation vor. Ryder, wie geht's meinem Lieblings-Pathfinder? Ich genieße einen weiteren Tag in Helios. Warum? Ich dachte, wir könnten vielleicht was trinken gehen. Sloan hat zu einem geselligen Beisammensein geladen und ich konnte eine Einladung ergattern. Hätten Sie Lust, mich zu begleiten? Sloan veranstaltet eine Party? Ich hätte nicht gedacht, dass sie der Typ dafür ist. Sie betrachtet diese Veranstaltungen als notwendiges Übel, um die Leute bei Laune zu halten. Zu kostenlosen Drinks sage ich nie nein. Vor allem dann nicht, wenn sie aus Sloans Privatvorrat stammen. Wir treffen uns vor dem Hauptquartier der Verbannten.
Ryder, Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ryder? Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elitesoldatin für mich? Nein, tut mir leid. Aber ich denke gerne an diese Zeit zurück. Ich vermisse die anderen. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Was kann ich für Sie tun, Pathfinder? Bis später, Joel. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Hey, Ryder, was gibt's? Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Hallo, Sarah. Danke, Sam. Das genügt. Bewegen Sie noch mal Ihren Arm. Die Daten werden sich nicht ändern, Doc. Die Synchronisierung Ihrer Prothesen ist einwandfrei. Ihr neuropathie-induziertes Schmerzniveau ist gleichbleibend. Hey, ich bin daran gewöhnt. Es ist okay. Nein, es ist nicht okay. Seien Sie bei Ihren Kämpfen vorsichtig. Verstanden? Was Organredundanzen angeht, ist bei Ihnen nicht mehr viel übrig. Nein, schon okay. Das stört mich nicht. Ist alles in Ordnung? Das hier sieht bedenklich aus. Es ist bedenklich, aber das wusste er auch schon vorher. Was soll das heißen? Es geht ihm gut. Er ist einfach nur alt. Und er hat zu viele Körperteile verloren. Leider nicht auch seinen Dickschädel. Sie lieben mich doch genauso, wie ich bin, Doc. Oh, wehe, Sie rühren sich von dem Tisch weg, bevor der Scan abgeschlossen ist. Darf ich fragen, was passiert ist? Seite, Hüfte. Ein Teil meines Beins. Belastungskompensatoren entlang der Wirbelsäule. Alles Prothesen und Implantate. Das sind ganz schön viele. Ich habe die kroganischen Rebellionen überstanden, den Zerfall meiner Kultur miterlebt, Jahrhunderte als Söldner und jede Menge Piratengaunereien überlebt. Ich habe 1000 Jahre Kampferfahrung und alles, was nötig war, war ein Idiot mit ein paar Splittergranaten. Das muss hart gewesen sein. Ja, es war ziemlich übel. Ich hatte ein paar dunkle Momente. Mein Körper hat ein Implantat nach dem anderen abgestoßen. Die Prothesen haben sich nicht vernünftig synchronisiert. Ich hatte überall Schmerzen. Heftige Schmerzen. Die ganze Zeit. Und nichts hatte mehr einen Sinn. Wie haben Sie das überwunden? Gar nicht. Ich bin in dieses tiefe, dunkle Loch gefallen. Doch plötzlich taucht irgendwo ein Schamane auf und legt mir dieses winzige Baby auf den Schoß. Die hier stirbt, sagt er. Sie ist die Mühe nicht wert, sagt er. Was er gemeint hat, war, sie ist nutzlos. Das ist ja schrecklich. Es ist realistisch, kroganisch,
und es gab meinem Leben wieder einen Sinn. Es ging nicht mehr nur um mich, also habe ich mir Hilfe gesucht. Ich habe gelernt, für mich selbst und für sie zu sorgen, und sie hat für mich gesorgt. Sie haben einen Weg zurück ins Leben gefunden. So ist es. Auch wenn es für keinen von uns leicht war. Ich bin alt und festgefahren. Und Cash, seit sie sprechen kann, wollte Cash schon immer alles verändern. Cash großzuziehen hat mich etwas Wichtiges gelehrt. Und Sie werden mir alles darüber erzählen, nicht wahr? Verdammt richtig, das werde ich. Eltern sind kein Ziel, sondern die Startlinie. Welche Richtung ein Kind anschließend einschlägt, liegt allein bei ihm. Vergessen Sie das nie. Ja? Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ryder. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Pijack am Arsch? Wann haben Sie zum ersten Mal gegen jemanden gekämpft? Sie meinen meine erste Schlacht? Das war während der Kroganischen Rebellionen. Ich war damals noch ein rotznäsiger Bengel. Aber meine Mutter wollte, dass ich Erfahrungen sammle. Anfangs war es der beste Tag meines Lebens, aber dann ist meine Mutter gestorben, auf dem Schlachtfeld. Ich würde gerne mehr über ihre Mutter erfahren. Sie war eine der letzten großen Warlords ihrer Generation. Als meine Mutter fiel, war das unser Ende. Oh, meine Leute haben natürlich weitergekämpft. Sie wollten Rache nehmen, aber wir waren zersplittert. Das und die Genophage haben uns verändert. Und zwar nicht zum Besseren. Hier draußen haben wir alle die Chance auf einen Neubeginn. Darauf, nochmal von vorne anzufangen. Ja, Sie sind so jung. Nach allem, was ich erlebt habe, meine Leute sind müde, Ryder. Wir haben die Hoffnung darauf schon lange aufgegeben. Aber vielleicht schöpfen wir ja hier mit Ihnen wieder neue. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar.